So, hier sind wir wieder bei PlaySample und weiter geht's mit einer Folge Neuschwanstein. So, ich habe jetzt wieder eine kleine Änderung, aber das sind immer nur so kleine Änderungen. Wir müssen das hier ein bisschen erweitern. Das heißt, ihr haut jetzt diese Ecke weg. So. Wir werden das jetzt um eins erweitern, weil ich habe das ja versucht, den Turm da drauf zu machen, das Dach. Und dann hat es nicht so ganz gepasst. Das heißt, wir müssen das jetzt ein bisschen breiter machen. Auf der anderen Seite macht es gleich sofort das gleiche auch. Einfach nur die Seiten, die wir jetzt hier gebaut haben, einmal weg. Das sind immer so Kleinigkeiten. Wenn das mal passiert, so wie jetzt, einmal macht ihr die Dinger jetzt hier weg. So, nachdem wir das geändert haben, müssen wir jetzt Folgendes machen. Wir haben ja jetzt hier die Fenster alle und hier haben wir jetzt einen Zweier gemacht. Das müssen wir mit einem Dreier jetzt belegen. Das heißt, wir nehmen jetzt hier einmal unseren glatten Sandstein und ziehen jetzt hier, wo der Zweier ist, einmal einen Stein entlang. Dadurch entsteht jetzt ein Dreier. Bis hier unten hin. So. Bis dort. Und dann können wir das hier einmal, ja gut, entweder wir verlängern das, wir wollen jetzt hier nicht durcheinander kommen, weil wir müssen das jetzt ein bisschen umändern. Das heißt jetzt, da, die Seite bleibt, wie sie ist. Nur hier haben wir jetzt einen Dreier. So, damit wir jetzt hier nicht durcheinander kommen und wir das umändern können, weil ich ja schon sagte, es kann ja sein, dass immer was umgeändert wird, wie ich schon versucht habe, das Dach zu machen. Das hat nicht so funktioniert. Wir müssen ja einen Dreier machen. Das ist ja nur eine Kleinigkeit, die geändert werden muss. So, wir haben jetzt hier diesen Dreier hier oben. So, dann kommt das hier erstmal weg. Eine Steinreihe. Und dann ziehen wir jetzt hier, seht ihr ja, ist jetzt ein Dreier, einer, einer. Und dann natürlich hier kommt dann einmal hier entlang ein Dreier wieder. Hier natürlich einer, einer. So, und dann ein Dreier. Eins, zwei, drei. Und dann wieder einer, einer und wieder natürlich ein Dreier. Und dann damit geht ihr hier komplett einmal hier rum, damit wir jetzt hier auch, da wo das Gebäude ist, einmal diesen Kreis haben. Das heißt, jetzt hier machen wir den Dreier und dann wieder ein Einer und ein Einer. Und dann haben wir hier wieder den Dreier. So, dass wir jetzt hier diesen Kreis haben, den wir benötigen. Den bauen wir auch jetzt hier einmal so auf das Gebäude so drauf. Können wir jetzt auch zwei Steine noch tiefer setzen, weil dort, wie ich schon sagte, das Dach drauf kommt und damit wir auch nicht durcheinander kommen und ich euch dann nicht zeigen muss, hier ist das halbe Dach, jeder halbe Stein kommt da links, rechts. Dann bauen wir das erstmal das Dach da drauf und dann kommt das andere Dach, was hier ist, reingebaut. So, wenn wir das jetzt hier umgeändert haben, sieht das jetzt ein bisschen durcheinander aus. Aber wir halten uns jetzt an den Dreier, einer, einer, Dreier. Das gleiche macht ihr auf der Seite natürlich auch, ne? Dreier, einer, einer. So, dann ein Dreier. Eins, zwei, drei. Einer, einer, Dreier. Und dann wieder das gleiche, bis wir den Kreis wieder geschlossen haben. So, ein Dreier. So, fertig. Das kann weg. So, dann haben wir das so. Dann können wir das noch ein bisschen höher bauen. Dann würde ich sagen, wir bauen jetzt einmal hier die Höhe. Das wäre dann, machen wir 1, 2, 3, 4, 5 Steine nochmal nach oben. 5 Steine hoch. Bis hier. Das heißt, hier können wir auch die 5 Steine nach oben bauen. Das heißt jetzt hier 1, 2, 3, 4, 5. Also bauen wir das erstmal so hoch. Dann haben wir auch das Durcheinander, was jetzt hier drin ist. Kommen wir nicht durcheinander, ne? Einmal hier. Verlängern, 5 Steine. Einmal hier hochbauen, die Seite und natürlich diese Steinreihe auch in weiß. Komplett einmal bis dort, wo der Turm ist. So, zack, bis hier. Und hier natürlich einmal so hoch. Dass wir jetzt dort so hoch haben, einmal dort so hoch haben und das hier so hoch haben. So, dann haben wir das alles soweit gebaut. So sieht das dann aus. Und jetzt fangen wir an, einmal das, was wir jetzt umgebaut haben, einmal ein bisschen umzustylen. Ne? Das heißt jetzt, die Fenster bleiben, wie ich schon gesagt habe. Die Fenster an den Seiten bleiben. Hier habe ich sie noch nicht weitergebaut. Wir machen es jetzt hier an diesem Ornament. Und dann machen wir das Folgendes. Wir haben ja das hier so gebaut, wie wir das jetzt hier gebaut haben. Wir verlängern das jetzt einmal. Einmal komplett jetzt so runter. So, dass wir jetzt hier die Höhe haben. Dann hier diesen Stein auch runter. So. Zack. Bis
dort, genau. Und dann machen wir immer so weiter, bis wir dann hier an der Wand gekommen sind. Das heißt, jetzt hier ziehen wir das erstmal alles so weit runter, machen damit das Fenster auch jetzt zu. Aber das ist kein Beinbruch. Wir machen das ja jetzt gleich wieder schickele. Einmal hier komplett einmal die Sachen einmal runterbauen. So, seht ihr ja selber, wo wir hin müssen. Das Hochfliegen ist ganz schön lahmarschig, finde ich. So, einmal hier und dann immer so weiter, so wie wir das jetzt hier oben gebaut haben. So baut ihr das jetzt erstmal komplett runter. So, dann haben wir das alles ausgebaut. So ist alles verschwunden, so wie es sein soll. Jetzt gehen wir auf die Seite, da habe ich jetzt noch ein bisschen, seht ihr noch den Stein? Da machen wir es weiß bis dort. Okay, machen wir mal hier weiß. Dass man das nur so sieht. Da, wo das, wo der Turm ist. Und der Rest ist hier weiß an den Seiten. Das habe ich gerade einmal so gebaut. So entlang. Weiß. Und alles ab oben, da, wo der Turm aufhört, da sieht man dann das Element, dass das so aussieht. Auf der anderen Seite das Gleiche. So muss man dann von vorne gucken. Und jetzt, mit den Fenstern ist das ja kein Akt. Da wir die Seite jeweils immer behalten haben, müssen wir jetzt einfach nur... Hier haben wir das Maß, wir gehen einmal hier rum, machen dort zwei Stück raus und dann gehen wir hier oben hin, bis in die Ecke, dort einmal lang, da zwei Stück raus und dann sehen wir ja schon unser altes Fenster. Dann schlagen wir das hier weg, das wird einmal rausgeschlagen, die Ecke wird rausgeschlagen, dann haben wir das Ergebnis, dass das so bündig ist und dann müssen wir einfach nur hier einen Stein hinbauen. Weil dort jetzt die Ecke und in die Ecke kommt natürlich der Zaun oder die Steinmauer kommt jetzt hier entlang bis oben hin und dort bis dahin, dann kann diese Ecke auch raus, so, dass das so aussieht. Und natürlich, da wir das Endhöhe, boah, habe ich wieder heute einen Sprachfehler, hier oben ist, muss da eine Treppe hin, diese Richtung und diese Richtung. Und dann haben wir schon das Fenster umgeändert, zack, fertig, kein Akt, also ist das... Einfach nur hier entlang die zwei rausschlagen, dann wissen wir genau, da kommt ein Pfeiler hin, da kommt ein Pfeiler hin, das wird rausgeschlagen, bis wir die Höhe erreicht haben, hier, okay, da haben wir weg, dann kann der Zaun hier weg, so, einmal hier und dann seht ihr ja, hier in der Ecke, da auf den Stein ist ein Zaun, beziehungsweise Zaun ist das nicht, eine Mauer und einmal hier, dann kommt das hier nochmal weg, seht ihr ja selber. Da ist die Mauer bis dort. Und hier hinter müssen wir dann, seht ihr ja, wieder einen Stein hinmachen. Steinreihe. Und dann hier wieder unsere Mauer, dass das so aussieht. Dann natürlich wieder hier, Stufe dort. Und dann haben wir es auch wieder umgeändert. Und dann geht es immer so weiter. So, nachdem wir die Fenster eingebaut haben, so sieht das Endergebnis aus. Jetzt gehen wir hier unten. Da habe ich die Steine erstmal, die... Treppen erstmal alle weggeschlagen. Dann halten wir uns an den Dreier hier vorne und machen da wieder so wie eine Stufe. Ein Klotz, fertig. Nee, so. Zack. So muss es aussehen. Ein Klotz, also hier, dort, da. Okay, auf der Seite das gleiche. Ein Klotz, hier ein Dreier, dort ein Dreier und dann hier ein Dreier. So. Dann seht ihr ja, da müssen wir es einfach nur hier verbinden, dass wir jetzt hier in die Ecke jeweils dort einen hinmachen, da einen hinmachen, dort einen hinmachen, dass wir hier einer haben. Das gleiche hier auch, zack, fertig. Seht ihr ja, so muss das aussehen. Hier auch, da habe ich das entfernt und dann haben wir das Ergebnis, das so aussieht. Dass einmal hier die Treppe hier nach unten geht, so, seht ihr ja, alles mit den Einern. Ausgebaut, ne? Wenn wir das jetzt hier gebaut haben, erst die Dreierreihe, zack, zack, zack. Und dann hier einfach so verlängern, dass wir jeweils immer einer. Hier auch, zack, einer, dass es so aussieht. Und dann nehmen wir einmal eine Treppe. Und dann kommt die Treppe einmal so entlang, dort entlang, hier entlang. Und beim Dreier genau das gleiche hier, dort, da, hier. Mehr mache ich nicht, das lasse ich so. Dann sieht das so aus und so passt das. So, jetzt kommen wir zu Folgendes. Wir machen jetzt einmal hier neben unseren Quarzblock und machen nochmal zwei Steine nach oben. Dass wir insgesamt von der, hier ist die Treppe,
sieben Steine haben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 Steine verlängern wir erstmal. Wir müssen das auch gleich wieder rausschlagen, aber wir machen das erstmal so, damit wir nicht dann durcheinander kommen. Wir machen jetzt erstmal die 2 Steine da drauf. Dann sind wir bündig mit unserem Türmchen. So. Jetzt sind wir bündig. Das bedeutet, okay, hier ist das wieder wegschlagen. Okay. Und dann machen wir hier nochmal 3 Steine drauf. 1, 2, 3. Oder ne, 2. 2 machen wir. 2. Damit wir nur ein Maß haben. Zack, 2 Steine hier oben drauf. So. Jeweils eine Reihe, 2 Reihen. Einmal komplett rum. So. Das einmal weg. Einmal hier. Einmal dort, einmal da. So. Wenn wir das haben, das Ergebnis, auf der anderen Seite natürlich das gleiche machen, machen wir jetzt Folgendes. Wir gehen jetzt hier in die Ecke. Erstmal verlängern wir das hier, was wir jetzt hier ausgebaut haben. Einmal unsere Steinstufe wird dann hier wieder so entlang gebaut. So, weil wir das ja jetzt fertig haben, können wir hier die Stufe einmal komplett einmal entlang bauen jetzt. Das ist das Endergebnis. So sieht das dann aus. Auf der unten natürlich das gleiche hier auch. So. Und dann einmal rum. Okay. Jetzt müssen wir Folgendes machen. Wir gehen jetzt hier in die Ecke. Dort zählen wir ab 1, 2 und dann schlagen wir hier einmal einen runter. Zack, bis hierhin. So, auf der anderen Seite das gleiche. So, nochmal. 1, 2 und dann einmal einen Strich komplett runter bis zur Stufe. Bis hier zu der Stufe. Ein tiefer, so, dass es so aussieht. Dann gehen wir in die Ecke. Da ist das Fenster. Da lassen wir diesen Stein sichtbar. Hier schlagen wir wieder einen raus. Komplett einmal durch. Zack. So. Das gleiche hier nochmal. Der ist sichtbar. Der wird rausgeschlagen. So. Zack. Dann haben wir this. So, das bedeutet jetzt, werden wir einmal kurz, da ist die Stufe, da ist der Stein und dann machen wir hier einmal komplett nochmal einmal durchschlagen, zack, dann wisst ihr schon, das kann erstmal alles weggebaut werden, so, das kann erstmal komplett wieder weggebaut werden, so, so entlang. Fertig. So, dann nehmen wir eine Steinstufe. Die kommt noch hier oben drauf. Die machen wir, weil wir müssen das ja noch hier umändern. Das heißt, wir müssen jetzt, hier haben wir ja die Stufe. Und jetzt müssen wir genau hier ist die Stufe, ne? Die erste Stufe. Und dann schlagen wir jetzt hier von da aus, da ein Stein raus, hier ein Stein, dort ein Stein, da ein Stein. Dann kann das weg. So, das machen wir nochmal, da wo die Treppe ist, genau da wo die Stufe ist. Hier ist die Stufe, dann geht ihr hier außen hin, hier ist die Stufe, hier außen hin und dann einfach hier oben den weg, das heißt, wir sind voll durcheinander gekommen. Hier ist die Stufe, da ist der Stein, da drüber machen wir den weg und dann diagonal, zack, zack, dass so aussieht. Dann kann das weg. Und dann machen wir dort Treppen hin. Das heißt, jetzt einmal die Treppe in diese Richtung. Zack, 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 zack. Fertig. Dann sind wir so angekommen. Der gleichen Seite hier auch. Tack, 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 tack. Fertig. So. Dann nehmen wir eine Stufe. Und die kommt dann hier oben drauf nochmal. So entlang. Fertig. Habe ich das so richtig gebaut? Ja, habe ich richtig gebaut. So, dann können wir jetzt hier die Steine komplett wegbauen. Einmal komplett hier so entlang, da entlang und einmal komplett wird das jetzt weggebaut, diese Seite. Und die Seite auch komplett weggebaut. So. So wie wir es ausgeschlagen haben, die Zweierreihe bleibt. Das wird alle weggeschlagen. Und dann, wenn wir weggeschlagen haben, kommt hier genau hier hinter, seht ihr ja,
Genau hier hinter kommt jetzt die Wand. Das heißt jetzt, ihr geht hier hinter. Und genau da machen wir jetzt den Klotz hin. So. Dann einmal so hoch. So hoch. So, bis wir hier oben angekommen sind. So. Und noch einmal so die Reihe. Haben wir es gereicht? Noch eine Reihe? Zack. Fertig. So. Dann haben wir das. Und das heißt jetzt, das, was wir jetzt hier wegschlagen, so wird die Wand jetzt dahin gezogen. Das heißt jetzt hier, einmal hier entlang, zack. Und dann immer erstmal so hoch. Und genau hier hinter. So. Und dann, was weggeschlagen wird, und dahinter kommt die Wand. Ne? Dass das so aussieht. Dass hier das, der Bilderrahmen, sag ich schon, das Fensterelement so sichtbar ist. Also das wegschlagen und genau hier hinter, so wie wir es jetzt hier gebaut haben, die Wand genau bis hier hinter, genau hier hinter entlang ziehen. So, zack, bis zum Fenster. Und dann immer so weiter, so und dann so und so. Zack, und das kann dann natürlich weg, alles an der Seite. So, so, so und so. So baut ihr das erstmal komplett einmal aus. So, jetzt haben wir alles soweit ausgebaut. Jetzt machen wir Folgendes. Wir nehmen einmal einen glatten Sandstein. Und dann machen wir einfach nur als Hilfslinie. Haben wir jetzt hier die Stufe gemacht. Dann haben wir hier diesen halben Stein. Dann einen ganzen Stein. Und dann macht da zwei Klötze dahin. Und dann nehmen wir einmal die Stufe. Und die kommt dann genau hier drauf. Patsch. So, und dann machen wir genau da, wo der Pfeiler ist, dieser Pfeiler, bis dorthin kommt die Stufe dann hin. Bis dort, so entlang, und dann einmal da ist der Pfeiler, dann patsch bis hier, so entlang. Fertig. Dann kann das wieder weg, dann bleibt das so, dann kommt dann noch das Fenster, was da drüben ist. So, jetzt gehen wir mit dieser Steinstufe so entlang, bis in die Ecke, zack. Und hier auch nochmal. Klatsch. So, dann wissen wir genau, alles klar, da kommt ja noch was anderes hin, ne? Dann nehmen wir einmal einen glatten Sandstein und machen jetzt genau dort, so hoch wie das auch die Stufe ist, hier machen wir zwei Klötzchen hin. So dass wir dann mit der Stufe so eine Linie haben. Dann machen wir das weg. Die eine Stufe lassen wir hier drauf. Okay, dann machen wir überall jetzt mal in dieser Höhe einen Zweier hin. Hier ein Zweier, Zweier, Zweierreihe und dann immer so weiter. Zweier, 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 immer mit der gleichen Höhe, die wir jetzt gerade angezeichnet haben, kommt das einmal so um Pudding. Könnt ihr hier auch noch machen und fertig. Hier braucht man nicht mehr machen, aber wir machen das jetzt einmal komplett, wie ich schon sagte, einmal rum, damit wir nicht durcheinander kommen, auch wenn das jetzt wieder verschwindet, aber das ist egal. So. Das Prinzip habt ihr jetzt verstanden. Wir machen das hier nochmal, damit wir es auch hier... Hier haben wir das angezeichnet. Diese Höhe machen wir jetzt hier ein Zweier hin, dass wir jetzt hier auch hier genau die gleiche Höhe haben mit der Steinstufe, die jetzt hier drauf kommen kann. So, die machen wir jetzt hier drauf. Und dann einmal wieder Zweier, Zweier, dann eine Reihe, Zweierreihe und immer so weiter, einmal komplett, einmal um Pudding. So, jetzt nehmen wir einmal unsere Steintreppe, aber jetzt diese Steintreppe und machen jetzt überall erstmal da, wo die Dreierreihe ist, hier vorne erstmal dort ein Dreier hin. Dann machen wir hier an der Seite einen hin, zack, dort, zack, zack, zack. Fertig. Den können wir wegmachen. So, das gleiche machen wir hier auch immer von der Dreierreihe anfangen. Einmal hier oben, Dreier. Und dann kann man in diese Richtung entweder, wir haben das jetzt so gemacht, dass man jetzt hier so in 1 sieht. Und dann machen wir es hier auch. Zack, zack. Zwei Stück von der Seite. 1, 2, passt. Ne? Wenn man von da guckt und dann mal von da guckt, optimal. So, das gleiche hier auch. Einmal 1, 2. Und dann haben wir hier auch ein Dreier, aber das wird ja noch wie abgebaut. Und dann mal von der Seite, zack, zack. So. Dann haben wir immer Dreier, Zweier, Zweier. Und Dreier und dann so rum, Zweier, Zweier. So, das haben wir jetzt einmal so komplett einmal rumgebaut. Dann sieht das so aus. Jetzt nehmen wir einmal unsere Steinstufe.
Und die kommt jetzt einmal komplett hier oben drauf. Da, genau da, wo die Treppe ist. Da, dort, hier, da. Dreier. Hier, dort, da. Dort, hier, das. Zack, 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 zack. Fertig. So. Jetzt habe ich auch wieder ein bisschen nur bis zur Hälfte gemacht, aber ich habe ja gesagt, wir müssen das einmal komplett einmal rummachen. Dann müssen wir das hier auch eben kurz verändern. Das heißt, jetzt hier ist die Dreierreihe, die war so rum. Dann einmal so, warte mal. So rum und dann mal so rum, so rum. Okay. Dann können wir hier auch die Steinstufe verlängern. So, dann haben wir das fertig. Dann sieht das so aus. So rum und so rum. Okay.